Ey, hm? Was sitzt du hier schon wieder rum? Hä? Du meinst immer noch? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, immer noch? Halt, ich bin vom letzten Mal in einen abgehauen. Oh, Mann. Alter. Wo ist denn das Eier hin? Was für ein Eier? Das war das letzte Mal. Ach, letztes Mal haben wir Eier getrunken? Ja, wo ist denn das? Ich weiß es auch nicht. Ach, da hast du es ja. Ach, das wir hat hatten das letzte Mal das Eier aus Bayern. Und das war ganz lecker. Aus eigenen. Zieht euch das mal rein, da gibt es sogar ein Glas zu bei dieser hier Geschenkverpackung. Ja. Ein Glas 5 Bier, 0,5er. Gibt aber auch zwei Glas 4 Bier. Ist nicht wahr. Habe ich mir sagen lassen, ja. Kein Witz. Kein Witz. Hm. Na gut. Und was ist dieses Mal oder testen wir diesmal Heuschrecken? Also, übrigens, ach ja, Heuschrecken haben wir natürlich auch getestet. Ach so. Die grillende Zirpe oder die zirpende Grille. Mhm. Ich dachte, aber gibt es jetzt was anderes? Oder? Ach so, hier, Frühlingsgenuss. Ach so. Frühlingsgenuss im Herbst. Ne? Das war doch auch im Frühling mit den Insekten. Nee, war es nicht im Winter. Stimmt. Ich glaub, ja. Also, Frühlingsgenuss von Viechtacher Biere mit Barthas-Hopfen gebraut, ein sehr besonderer Hopfen. Und die Viechtacher Biere sind garantierte reine Naturprodukte. Ja, ja, viel Bier. Ja, okay. Meinst du so viel zum Thema wegen deutschen Reinheitsgebot und so? Da gibt es ja, naja. Wir werden sehen. Also, was haben wir denn hier? 0,5er Pulle, 4,8% Wasser, Gerstenmalz, Barthas-Hopfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das deutsche Reinheitsgebot ist. Barthaar? Was sagen die? Wie wird denn geschrieben Barthaar? Na, Barthaar. Barthaare-Hopfen? Barthaar. Barthas. Hopfen. Ah, mit Doppel-A? Mit Doppel-A. Und Doppel-H. So. Helles und dunkles Münchner Malz. Hopfengabe, Perle, Tradition, Spalter, Select. Oh, wen's interessiert. Geil. Kalthopfung, Citra und Cascade oder Cascade. Oh, nee. So. Mindestens haltbar bisher, ja. Und gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot. Prognose? Ich sag Bronze. Naja, dann sage ich Silber. Ich meine, hier steht der Genuss drauf. Mann. Also, gucken wir mal. Ist das jetzt ein Augenschmaus oder ein Augengraus? Also mir ist es zu bunt. Auf jeden Fall. Und mir kotzt es schon an mit dieser komischen Flagge immer. Ja. So, und das war es auch schon. Null Punkte. Naja, also ein Punkt. Für? Zeig mal bitte den Bierdeckel. Den Kronkorken, meine ich. Ja, der sieht gut aus. Wäre das alles so die Optik, wäre das ja schon in Ordnung. Ja, ja, dann gibt es halt einen Punkt. So. Oh, hier. Wo ist denn hier die suppende Sonja? Die karierte Carola? Ich spann sie nicht schon mal. Alter Schwede, hebt dir bloß keinen Bruch. Was ist denn das? Das ist doch nicht gespannt. Ist das kaputt? Du musst das bloß richtig bedienen. Aua. Oh Mann. Normalerweise ist das nicht so. Normalerweise ist es ja noch schlimmer. Mhm. So. Wo ist das Glas? Augensucht oder Augenflucht? Dein Glas? Wo ist denn hier das Glas? Ach, dahinter. Ach, da zieht das doch nicht mehr. Ist das meins? Oh ja, da steht Enrico drauf. Ja. So. Wer hat es hier gesponsert? Der Yannick. Yannick. Grüße gehen raus. Grüße gehen an Yannick. Sehr schönes Bierglas, sehr schönes Motiv. Von einem Kumpel von Yannick Wart, den wir ja nicht kennen.
Danke dafür. Ja. So, jetzt aber. Ja, zeig doch mal. Glück, Glück, Glück. Oh. Nicht alles. Da immer nur die Hälfte. Naja, klar. So, wir haben hier ein bernsteinfarbenes, goldbernsteinfarben, so in der Dreh. Wir haben Kohlensäure, wir haben Schaum. Leichte Trübung. Ja? Oh, ansonsten alles schön. Schwenk mal. Wieso soll ich schwenken? Mal gucken, der Schaum da. Der bleibt kleben. Ein bisschen, ja. Also drei Punkte. Sieht man ja auch, wenn er sich absetzt, wieder am Rand kleben lebt. Da muss ich ja eigentlich auch nicht. Aber gut. Drei Punkte? Oder mehr? nee, drei Punkte. Ist ja gut. Drei Punkte. Mach ich hier Dreiecke? So. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Tja, mal gucken, was die Zunge sagt. Ob sie lacht oder. Und die Nase. Wen willst du denn grüßen? Willst du ihn grüßen? Grüße gehen raus an den Weihnachtsmann. Prost. Weil wir sehen uns ja bald. Prost, Basti. Gut. So nah steht dem Weihnachtsmann noch nicht. Oh, warte. Ich hab's doch gewusst. Das riecht wie Bernsteinbier. Wie heißt denn das? Das Bernsteinbier halt. Sehr fruchtig. Bernsteinweizen oder was? Ey, als ich dieses Cascade schon hier, als du das gesagt hast, ey. Hopfig. Man schmeckt den Hopfen. Jetzt kommt mir ein bisschen was von Schwarzbier entgegen. Bittere, hopfige, süße. Schmeckt wie das Pale Ale. Genau. Da ist auch hier Cascade drin. Cascade. Oh Mann, nee. 4,8. Das schmeckt wie 10. Weißt du was für Leute, die sehr, sehr auf dieses fruchtige Aroma stehen beim Bier? Die so eine leichte, eine bittere Note mögen, so den Hopfen, den schmeckt man auf jeden Fall raus, volle Kanne. Und dann halt diese fruchtige, ne? 5 Punkte. Leicht würzige kommt danach. 5 Punkte oder was? Also die Fruchtliebhaber und die Pale Ale und so weiter, Freunde, die können sich da mit den 5 Punkten, die können sie verdoppeln und können da auf jeden Fall 10 draus machen. Ansonsten ja, ist okay. Werde ich langsam Freund von diesen Bieren. Ja, ab und zu mal trinke ich sowas, aber das hat Seltenheitsgarantie, Seltenheitswert so. Ja, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich würde den auf 6 erhöhen. Wir sind halt Pilztrinker, ja. Das muss man immer bedenken. Special Points, wie viele Spezialpunkte verdient dieses Gebräu? Hier so ein Ding, so ein. Ist das unfiltriert? Ja, nicht, ja. Story zum Bier. Ich hab's hier. Mhm. Und das war's. Ein Punkt. Ja, gut, ein Punkt. Man kann über einen Barcode-Scanner oder QR-Code-Scanner kann man sich da hinten die Story reinziehen. Ja. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Deutsches Reinheitsgebot? Nein, bayerisches. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Mhm. Man munkelt, ist dasselbe, aber für die Bayern bestimmt nicht. So, kommen wir doch mal hier. Ja, munter mal meine Mythen ein bisschen auf. Ich bin down. Witz, Weisheit, such dir was aus, ich hab einen Fakt. Fakten. Brille. Na denn? Warten, hast du jetzt eine Weisheit oder soll ich mal mit einem Fakt anfangen? Bier her, oder ich fall um. Das war die Weisheit.
Ach so. Ja. Hast du doch schon. Das war halt schräg auch nicht so. Naja, manche würden jetzt sagen, dass das ein Pale Ale ist und kein Bier. Ja. So. Ich wollte es nicht so sehen. Was denn? Ach, ne? Jetzt liest es vor. Ja. Ehepaar. Die Frau. Etwas mehr Sport würde das Gefühl geben, nackt besser auszusehen. Der Mann macht das Bier auch. Ja. So. Ja, das war's. Schluss, vorbei, finito. Dann kommen wir wieder zu den Fakten. Vom Fakten-Biertrinker. Was sind alkoholfreie Biere und wie werden sie hergestellt? Naja, alkoholfreie Biere sind nicht gut und die Herstellung, die kann man sein lassen. Nicht? Richtig. Aber mal gucken, was das Internet dazu sagt. Alkoholfreie Biere erhalten in der Regel weniger als 0,5% Alkohol, Promille, und werden durch verschiedene Verfahren hergestellt. Eine gängige Methode ist die Entalkoholisierung. Kein Wunder. Ich habe das Wort schon gesehen. Hat sie gleich die Sprache verschlagen. Ja. Bei der nach dem Bauprozess der Alkohol entfernt wird. Alkoholfreie Biere bieten eine Alternative für jene, die auf Alkohol verzichten möchten, aber den Geschmack von Bier genießen wollen. Obwohl sich über Geschmack dann streiten lässt, ne? Weil die meisten Biere meiner Meinung nach sind alkoholfrei, dann halt geschmacklich nicht mehr besonders wertvoll. Abgesehen mal davon, ne? Das ist Tatsache so. So ein alkoholfreies Bier ist ja wie ein BH auf der Wäscheleine. Ne? Das Beste ist raus. Also. Ja. Da gibt es noch viel intellektuell niedrigere Witze. Aber die haben wir hier nicht parat. So. Oder? Naja. Oh, ey. Nicht, dass ich wüsste. So, also du kannst gerne austrinken. Uwe? Uwe ist auf jeden Fall dabei. Du hast du keinen? Ja, ich hab noch keinen, aber ich muss mir mal die Weisheitenliste zu Gemüte ziehen, damit ich das immer mal hier ihn raushaue. Ja, der ist auch cool, den merke ich mir. Solange mir niemand das Wasser reichen kann, nehme ich ein Bier. Ja. Was? Welcher Faktor? Den Kreuzsignal. Minus 1. Oh. Ist die 75? Juhu! Warte. Das könnte sogar Blech sein. Ja, 12! Blech! Nee. Ach, es tut mir leid. Es ist aber so. Soll Transis Zeug auf den ähnlichen Namen Bier nicht tragen, gebe dein Bedauern und Leid Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, gerne. For the last time, no! Prost. Das sagt er zum ersten Mal. Prost. Wie gesagt, die gerne das Fruchtige lieben und das schöne bernsteinfarbene, für den sei es empfohlen. Alle anderen bitte einen riesen Bogen drum machen, lohnt sich nicht. Auf jeden Fall, mach einen Bogen drum. Das geht ja gar nicht. Was trinken wir jetzt? Beim nächsten Mal aus der gleichen Brauerei ein wirklich Waldmeister
aus derselben Brauerei? Ja. Hör auf zu lügen, ey. Ich hab Angst. Musst du nicht. Wilder Wald. Wilder Wald. Wild wird zum Wald. Wild ist es eigentlich immer im Wald. Wild ist da immer drin. Also, nächstes Mal geht's im Wald. Vielleicht schmeckt es nach Reh, vielleicht ein bisschen nach Wildschwein. Wenn ihr das wissen wollt, unbedingt das nächste Mal wieder einschalten. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch erinnert daran, dass wir ein neues Video haben. Und ansonsten habe ich jetzt Zahnschmerzen vom Fußgenuss. Also, nächstes Mal Biwak, Biertrinker im Wald außer Kontrolle. Genau. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Bleibt fein.